Leute und herzlich willkommen zurück hier auf meinem Kanal. Danke, dass du da draußen wieder eingeschaltet hast. Und ja, heute geht's weiter mit der 5M-Reihe. Und zwar habe ich heute wieder mal eine neue Insel für euch. Und ja, ich würde sagen, wir fliegen da auch gleich rüber. Und die befindet sich hier vorne. Und zwar, wenn wir uns einmal die Map angucken, befindet sie sich hier dann. Und ich würde sagen, wir fliegen dann einfach mal rüber. Hat auch einen Leuchtturm und sieht eigentlich gar nicht mal so schlecht aus. Ja, mehr gibt es eigentlich auch nicht zu sagen. Ich würde sagen, wir kommen auch direkt zur Installation. Link wie immer unten in der Videobeschreibung. Einfach runterladen und einmal auspacken. Wenn wir das gute Stück dann hier ausgepackt haben, haben wir diesen Ordner hier. Und hier kopieren wir uns den Ordnernamen einmal raus. Gehen in den Resource-Ordner und ziehen einfach diesen Ordner einmal in den Resource-Ordner. Und gehen dann zurück und gehen in die Server-CFG und müssen das gute Stück jetzt nur noch starten. Ja. Speichern und schließen. Jetzt müssen wir nur noch den Server neu starten und wir haben die Map dann erfolgreich schon installiert. Gut Leute, falls euch das Video soweit gefallen haben sollte, dann lasst doch wie immer einen Daumen nach oben da, kommentieren, abonnieren nicht vergessen und wir sehen uns in der nächsten Folge wieder. Haut rein und ciao ciao. I don't ever slow up, no I don't take shit. I got no love for the fake.